großes, gefülltes Regal voller Nudeln. Penne oder Spaghetti? Spaghetti oder Penne? Oh Mann, du überlegst schon 5 Minuten lang. Doch 2 Packungen lachen mich an. Auf der einen steht Penne, auf der anderen Spaghetti. Wirf jetzt eine Münze. Ehe ich mich versehe, hat mir Tom 2 Euro in die Hand gedrückt. Kopf ist Penne, zahl Spaghetti. Ich nicke, mich treffen Toms Blicke und ohne mir der Folgen bewusst zu sein, hebe ich die Hand. Mein Daumen gleitet über den Zeigefinger und der Nagel trifft die Münze im unteren Drittel. Sie rotiert um die Mitte und hebt ab. Nun ist es in Stein gemeißelt. Die Spaghetti geben der Gabel nach. Nach und nach, immer weicher wird die Pasta. Hunger macht sich breit und das kräuselnde Zusammenspiel der Spaghetti erinnert dich an Korallen. Du schaust tief in den Topf. Ästhetisch. Doch wird es Kopf, so werden es Penne. Penne. Bissfest und gut gesalzen. Ohne Soße ist schon lecker, doch mit Pesto wird's noch besser. Du sitzt erschöpft am Tisch und spießt jetzt Röhrchen mit der Gabel auf. Wunschlos glücklich. Wer braucht schon Erdbeermarmeladenbrot mit Honig? Wer braucht schon Spaghetti? Wofür kaufen wir lange, unhandliche Teigwaren, die in kaum einen Topf passen und jedes weiße T-Shirt aussehen lassen, als wäre es ein abstraktes Kunstwerk? Wen interessiert Ästhetik beim Essen? Wer glaubt, Susi und Strolch hätten... Die Münze trifft den Boden. 1, 2, 3 Mal dopst sie. Kreiselt schnell, doch immer langsamer. Hat sich bereits für eine Seite entschieden, doch das Ergebnis noch unerkennbar. Ich lasse meine Augen nicht von der Münze. Kopf, Kopf, Kopf. Es ist Zahl. Enttäuschung. Ich schlucke. Der Kopf sagt Penne und jetzt soll ich für Spaghetti zahlen? Jede Pore meines Körpers weigert sich, das Schicksal zu akzeptieren. Also Spaghetti. Tom greift nach der Packung. Stopp! Ich bin stark. Selbstsicher schubse ich seine Hand zur Seite und greife mir. Penne. Es war magisch. Die Münze machte die Entscheidung leicht. Die Lust auf Spaghetti war zunächst scheinbar gleich. Aber durch die Sekunde voller Stress, Adrenalin und Angst öffnet sich dir dein Unterbewusstsein, welches dir durch langes Abwägen stets verborgen bleibt. Also fragt die Münze, wohin soll die Reise gehen? Soll ich sie verlassen? Wer von euch zwei soll den Rasen mähen? Soll ich lieben oder hassen? Soll ich den Job kündigen? Nennen wir unser Kind Max oder Nick? Belgrad oder Prag? Dünn oder dick? Kopf oder Zahl? Die Qual der Wahl? B oder A? Vegan oder Fleisch? Arm oder reich? Geh ich lieber feiern, wenn uns Oma besucht? Hoffe ich diesen Scheiß? Der König der Löwen oder Dschungelbuch? All diese Entscheidungen liegen in der Münzehand. Nicht in ihrer Entscheidungsmacht, aber in dem Instinkt, der uns ganz plötzlich positiv oder negativ überrascht. Stark ist nur, wer des Herzens Entscheidung versteht und fern des Münzurteils urteilt. Denn die Münze ist nur des Urteils Instrument. 2,63. Pesto und Penny beim Band. Oh, ich bin schon dran. Die Kassiererin schaut mich an und fragt: Bar oder mit Karte?